Also die Geschichten, die ich gehört habe, die waren so gravierend, dass ich denke, man muss diese Folge, oder ich habe auch Berichte von Personen jetzt selber gekriegt, die ich vorlese, von der Betroffenheit, das glaube ich ist wichtig. Und wie gesagt, das machen wir in 14 Tagen, Samstag oder Sonntag, muss ich nur mit dem Oskar abklären. Der Oskar wird da sein und Bettina vielleicht auch. Wir schauen und dann machen wir weiter im Januar. Also wir hören nicht auf, wir machen nur einfach mal eine Kältepause oder Erholungspause oder was auch immer. Und das andere, was ich noch gern sagen würde, es ist ein Stück weit mein Problem. Ich tobe mich ja in Facebook aus oder hier auf der Mahnwache. Facebook ist scheiße, Mahnwache sind cool, aber die Anfeindungen auf Facebook sind massiv. Kommentare, wo ich manchmal denke, was soll ich dazu schreiben? Und ich sage es jetzt einfach mal öffentlich, in Zukunft werde ich einfach sagen, unter jedem Kommentar, der beleidigend ist oder irgendwie mich anscheinend nicht verstehen will oder mir das Wort im Munde rumdreht, ruf mich an. Ruf mich an und dann kann ich diskutieren, dann können wir uns treffen. Ich nehme mir die Zeit. Also für alle, die in Zukunft meinen, sie müssen ihren Shit über meinem Kopf auskippen, dann machen wir das live. Das fände ich wesentlich angenehmer. Und der Diskurs ist das, was fehlt. Also gehen wir in den Diskurs, den wollen wir ja. Können wir uns schön treffen, machen wir einen Kaffee. So denke ich, das ist mal der Weg. Wie sagt der Uwe immer so schön, aus unserer Blase rauszukommen und in die andere Blase zu gehen und vielleicht steige ja mal beide Blasen Richtung Himmel hoch, so das wäre mal mein Ziel, dass wir uns da gemeinsam irgendwie in die Zukunft bewegen. Jetzt gehen wir zur Diskriminierung. Also, Diskriminierung, dabei geht es nicht, um geimpft oder ungeimpft, sondern um den Menschen. Um den Menschen, der in der heutigen Gesellschaft als gesunder ausgegrenzt wird und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Was diesen Menschen angetan wird, ist unvorstellbar und nicht nachzuvollziehen. Was haben diese Menschen verbrochen? Welches Verbrechen haben diese Menschen begangen, außer dass sie anders denken, fühlen und handeln? Diese Menschen haben bis vor kurzem regional eingekauft, die Geschäfte unterstützt und in den Gaststätten bestellt und nun müssen sie draußen bleiben wie die Hunde vor der Tür. Seit 21 Monaten werden Milliarden zu unserem Schutz ausgegeben und ich frage mich, welche Gründe rechtfertigen diese 2Gs, 2G Plus und 2G Plus Plus oder was noch kommt? Es gibt keine, außer uns zu spalten und zu diskriminieren. In der Krise, das ist keine Entschuldigung, geschehen viele Dinge, die jenseits unserer Vorstellungskraft lagen, zumindest meiner. Der Mensch, wie ich ihn kannte, mit seinen Wertvorstellungen, seinen Gedanken und seinem Tun ist gefordert und, wenn ich von mir ausgehe, oftmals überfordert. Und nur so kann ich es mir erklären, wie es zu dieser Ausgrenzung und dieser Diskriminierung so stillschweigend kommen kann. Aber irgendwie reicht mir diese Erklärung nicht. Denn diese Diskriminierung darf nicht sein. Hier sind Menschen betroffen. Diese Menschen leben mitten unter uns. Das sind Freunde von mir, Bekannte von mir, Verwandte von mir, die ausgeschlossen werden. Und ich soll schweigen? Niemals. Niemals. Ja, ihr auch nicht, das ist wirklich cool. Wir sollten weg von diesem ganzen Corona-Leugner, Impfgegner-Gedönse und endlich uns die Hände reichen. Miteinander sprechen, statt andauernd nur übereinander. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit für uns alle. Uns allen wurde viel versprochen. So wie ein Band ziehen sich die Versprechungen durch das Jahr 2021 und schlängeln sich wirkungsvoll hindurch, während gleichzeitig die Angst geschürt wird und die Medien sich in Hypnose üben. Die Versprechungen wurden nicht eingehalten. Für mich, meine persönliche Meinung, wir wurden hintergangen, getäuscht und belogen. Alle Menschen. Die Hoffnungen haben sich zerschlagen und die Angst, sie wächst.
Sie wächst und sie wächst. Und sie wird manchmal fast schier unerträglich. Bei allen Menschen. Ob die Angst gesundheitlicher Natur ist oder unsere Kinder, Eltern, Enkelkinder, Großeltern betrifft, ob es die Existenzängste sind, weil die Ausübung des Berufs gefährdet ist, oder Ängste, die Freiheit, die Würde und die körperliche Unversehrtheit zu verlieren. Die Ängste sind bei allen da, bei allen. Jeder hat die seinen, keiner ist ohne und jede. Unsere wie andere haben die gleiche Berechtigung. Alle Menschen. Damit leben wir seit 21 Monaten, Tag ein und Tag aus und ehrlich gesagt manchmal auch ganz schön oft nachts. Wir alle Menschen sind müde, wir sind traurig, enttäuscht, wir sind manchmal verbittert, hoffnungslos, wütend, wir sind unglücklich. Wir sind voller Hoffnung auf ein baldiges Ende und gleichzeitig alle Menschen so oft hoffnungslos. Ein Auf und Ab in unseren Seelen und wichtig, in den Seelen aller Menschen. Die Versprechungen und die Hoffnungen auf ein baldiges Ende zerschlagen sich, denn Fakt ist, der Schutz der Gesellschaft ist wichtig und eine Überbelastung des Gesundheitssystems darf nicht sein. Aber wir sind scheinbar mittendrin. Ich denke, meine Meinung, die Regierung ist dafür da, die Bürger zu schützen. Dafür wird sie bezahlt. Dafür gebe ich mein Geld. Und das ist ihre Aufgabe und nicht die Bürger zu spalten. Schutz bedeutet aber nicht, den Bürgern die Grundrechte zu nehmen und 21 Monate planlos durchs Leben zu laufen, sondern Schutz bedeutet Schutz. Und diesen Schutz verlange ich endlich. Ich verlange diesen Schutz der Gesellschaft und des Gesundheitssystems. Ich verlange, dass nicht wir dem System dienen, sondern dem System, das System uns, allen Menschen. Ich denke, darf man ja, diese Regierung hat versagt. Sie hat sich ein Standbein ausgedacht und das sollte die Impfung sein. Aber auf einem Bein steht sie schlecht. Sie schließt in einer Pandemie Krankenhäuser und baut Betten ab. Und da hat er wohl was nicht verstanden. Wer das Naheliegendste missachtet, nämlich für genügend Personal zu sorgen und Krankenhäuser offen zu halten, ist uneinsichtig oder, gute Frage, es fehlt der Wille. Was tun, wenn diese Fehler so langsam offensichtlich bemerkbar werden? Ganz einfach und logisch. Die Schuldigen müssen her. Die Geimpften haben getan, was man von ihnen erwartet hat. Ob mit oder ohne indirekten Druck oder mit Zwang. Zufrieden sein können sie aber zu Recht nicht. Denn ihnen hat man nach der Impfung die neue Normalität versprochen. Den Schutz der Impfung mit 90% viel zu hoch gesetzt. Vom einmaligen Impfen war nie die Rede und kein Wort von einem Impfabo. Aber die Getäuschten dürfen nicht enttäuscht werden. Und so brauchen sie sichtbare Vorteile und die sollen sie haben. Es wird eine wunderbare Strategie erschaffen. Moment, jetzt sind meine Zettel durcheinander. Aber ich glaube, der da ist. Jo. Denn diese Menschen müssen belohnt werden. Sie dürfen essen gehen, ins Kino, reisen, ohne Probleme öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sich treffen, zu Konzerten, zum Fußball, zum Karneval nach Köln,
und noch vieles mehr. Sie sind scheinbar frei. Und den Schein gilt es zu wahren. Um jeden Preis. Aber auf Dauer wird auch die Stimmung vielleicht bei einem Teil von diesen Menschen kippen. Vielleicht, weil es nicht genügend Impfstoff gibt. Vielleicht, weil der Impfstoff nicht hält, was er verspricht. Vielleicht, weil die Zahlen trotz der Impfung steigen. Es gibt viele Gründe, auch als geimpfter Mensch zu verzweifeln. Daher bedarf es meiner Meinung nach einer zweiten Strategie. Der ungeimpfte Feind wird neu zum Leben erweckt. Er ist schuld an der Pandemie. Er ist ein Leugner. Er ist schuld am Tod von vielen Menschen. Er ist unsolidarisch, egoistisch, dumm und nicht zu belehren. Um das Bild zu verdeutlichen, werden Sanktionen erlassen. Denn so ein Mensch darf nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. So ein Mensch darf seine Existenzgrundlage verlieren. So ein Mensch benötigt keine Therapien, wenn er krank ist. Und so ein Mensch benötigt auch keine Kontakte. So ein Mensch verdient die Ausgangssperre. Und so ein Mensch darf nicht zu der Geburt seines Kindes. So ein Mensch muss nach außen auffallen und gleichzeitig erkennen, dass er ungeimpft der zweiten Klasse angehört. Er hat die Chance verspielt. Er hat es nicht anders verdient. Er war nicht gehorsam, als es hieß, die Impfung macht frei. So muss er büßen, so muss er leiden, denn sein Wille soll brechen. Was passiert hier? Fragt euch mal kurz, was passiert hier? Familien, Freundschaften, so vieles bricht auseinander. Jedes Wort, jeder andere Gedanke, jeder andere Weg bedeutet zu leugnen, zu ignorieren und Feind zu sein. Wollen wir das wirklich? Ich glaube, das sollten wir uns alle fragen. Alle. Wollen wir das wirklich? Ich glaube, die Regierung wird ihre Strategie nicht ändern. Sie kann sie gar nicht ändern. Denn dann käme ja das Versagen ans Licht. Aber wir, und ich glaube immer noch dran, wir können es ändern. Und zwar genau dann, wenn wir es wollen. Dankeschön. Der Wille, der in uns drin ist, der Wille, der nicht zu brechen ist, der Wille, der uns ausmacht, der Wille ist unsere Chance. Die Chance, uns als Menschen zu begegnen und endlich aufeinander zuzugehen. Der Wille ist die Chance, den anderen Menschen als Menschen zu sehen und nicht als geimpft, ungeimpft, Feind, Virenschleuder oder Leugner. Wir alle, ich spreche einfach mal, ich glaube, wir alle haben Angst. Wir alle suchen nach Lösungen und sind am Ende unserer Kraft. Und wir wünschen uns Frieden. Alle. Der Weg in diese Diskriminierung und Spaltung, wenn wir den zulassen, alle Menschen, wir hier, die anders denken, alle Menschen, wenn wir diesen Weg zulassen, werden wir keinen Frieden finden. Dieser Weg, der wird uns trennen, der führt uns ins Leid und in eine Spaltung, die nie wieder enden wird. Man kann die Wahrheit nicht finden, man kann sie nur übersehen, schreibt jemand als Kommentar auf meiner Facebook-Seite. Okay, der hat recht. Dem kann ich zustimmen. Man kann die Wahrheit nicht finden, aber sie übersehen. So übersehen wie in den letzten 21 Monaten. Das kann man. Und wie geht's weiter? Weiß irgendjemand, wie es weitergeht? Wir wissen es nicht, die wissen es nicht, niemand weiß es. Aber wir alle wünschen es uns. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wenn wir dem Bild des guten Geimpften und des bösen Ungeimpften, wenn wir in diesem Bild verharren und jeden kritisch denkenden anderen als Gegner oder Leugner sehen, wenn es so sein sollte, dann haben wir mehr verloren,
als unsere Freiheit, unsere Würde und unseren Frieden. Dann haben wir das verloren, was uns Menschen ausmacht. Die Akzeptanz, das Wohlwollen, die Hilfsbereitschaft, das Miteinander, das Füreinander und am Ende uns selbst. Uns selbst. Wir werden uns verlieren. Also reichen wir uns doch jetzt die Hände. Sprechen miteinander statt übereinander. Hören einander zu. Erkennen trotz allem und dennoch im Gegenüber den Menschen in seiner Andersartigkeit. Soll ich sagen jetzt zum Schluss? Fülle ab. Das wäre mein Wunsch und das wäre mein Traum. Dankeschön. Danke, danke.